Einen wunderschönen guten Abend für euch. Huch, was habe ich denn da? Egal. Ich habe mir selber was geschenkt zum Geburtstag und es kam heute Tatsache noch rechtzeitig an. Das will ich euch zeigen. Und zwar habe ich mir von All and Create eine Box bestellt und zwar die Lucky Dip. Lucky Dip Platinum Box. Habe ich mir bestellt, habe ich mir gegönnt, habe ich mir selber zum Geburtstag geschenkt. Und dann ist sie gekommen heute. Und ich will die euch zeigen. Ich nehme das mal alles hier raus, lege es hier mal zur Seite und zeige euch das nach und nach. Ich bin hin und weg. So, fangen wir mal an. Die Box hat gekostet, also man zahlt 50 Pfund und kriegt Warenwert 200 Pfund. Ich habe übrigens keine Kooperation, ich kriege dafür nichts, dass ich euch das zeige. Mache ich nur, weil ich es toll finde. Und kriegt, wie gesagt, Waren für 200 Pfund. Bezahlt habe ich mit Porto, kostet 9,18 € das Porto. 61,38 €, glaube ich. Und das sind die ganzen Sachen, die ich gekriegt habe. So, fangen wir hiermit an. Happy Dog. Sehr cool. Dann gehen wir mal hier weiter. Stempel. Ich zeige euch mal die Seite, ne? Weil so ist ein bisschen schlecht zu sehen. Sehr, sehr schön. Dann kommt der nächste große Stempel. Finde ich auch sehr geil. Also alle Stempel, die ich gekriegt habe, sind super, super toll. Hier ist der nächste. So, damit ihr den richtig gut sehen könnt. Dann kommt noch mal einer. Da ist er. Das Einzige, was nicht dabei ist, eine einzige Standschablone und die ist eigentlich eine Standschablone für einen Stempel, einen kleinen, der da nicht mit drin war, den ich auch nicht habe. Das fand ich jetzt ein bisschen doof. Ich habe natürlich gehofft, dass ich auch ein paar von den tollen Stanzschablonen mitkriege, war keine drin. Aber wie gesagt, die Stempel sind super toll. Ich bin sehr angetan und geht noch weiter. Hier einmal den. Sehr cool, oder? Dann diesen Stempel. Der ist dann schon mal ein Ticken kleiner, aber immer noch wirklich toll. Und einmal den. Und dann kommt der nächste. Ja, sehr coole Stempel. Also mit den ganzen Sachen, die ich jetzt zum Geburtstag gekriegt habe und die ich mir dann selber gekauft habe. Das ist meine erste Bestellung, die ich direkt bei All and Create gemacht habe, die aus UK kam, also aus England. Und wie gesagt, 9,18 € Porto fand ich natürlich jetzt auch nicht ganz so prall. Dann nochmal hier diesen voll genialen großen Tech-Stempel. Richtig schön. Dann kommt hier ein Stencil. So sieht er aus. Auch sehr schön. Dann kommt hier der nächste Stencil. Finde ich auch sehr cool. Und noch einer. Dann kommen hier nochmal kleine Stempel. Und nochmal ein kleiner Stempel. Und das ist das einzige hier, das ist eine Standschablone. Diese für diese Stempel, die hier nicht mit drin sind. Ich habe auch schon reingeguckt und habe gedacht, na, vielleicht sind sie ja mit drin, aber nein, das sind nur Standschablonen. Falls jemand von euch diese Stempel hat, ich habe die Standschablone. Also diese werde ich hier definitiv verkaufen. Mal gucken. Boah, weiß gar nicht,
spezielle Gruppen gibt, wo man die verkaufen kann. Kann ich natürlich nicht brauchen, wenn ich nicht diese Stempel dazu habe. Oder ich kaufe mir die Stempel dazu, das weiß ich noch nicht. Dann waren da hier noch diese Teile drin. Das sind, was kann ich, sind das Aufkleber? Was steht hier? Weiß ich nicht, ob es Aufkleber sind. Steht es irgendwo? Nee, ich weiß es nicht. Werden wir rausfinden? Ja. Sehr cool. Und dann nochmal das gleiche, nur in anderem Design. 60 Stück. Hier sind 59 drin. Sowas in der Art habe ich von Tim Holtz. Da sind es aber nicht Uhren, sondern Hydrometer. Und dann nochmal zweimal Washi-Tape. Das alles war da drin und ich bin absolut begeistert. Wie gesagt, ich hätte, natürlich habe ich gehofft, dass ich von diesen tollen Stanzen, von diesen großen, schönen Randstanzen, wo ich auch schon welche von habe, dass da eine noch drin ist. War nicht, aber ich bin trotzdem begeistert von den Sachen und wollte euch das noch schnell zeigen. Ja, das war mein Geschenk an mich und ich habe einen wunderbaren Tag gehabt. Ich bin total müde, weil ich gestern auch sehr lange wach war und wollte euch das aber noch schnell zeigen. Und ich gehe tatsächlich heute mal früh ins Bett. Jetzt noch nicht, aber ich denke mal um 10 werde ich ins Bett gehen und schön schlafen, hoffentlich. Ich wünsche euch was. Moment. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.